dann habe ich so die Zufälle rausgesucht, die mir gut gefallen haben. Und so haben sich dann nach und nach so die Songs auf dem Wege herausgepellt. Hi, ich bin Florian Sievers, das Paradies. Und ich sage vielen Dank an Diffus für die Einladung zum Interview. Und wir sprechen über das neue Album von Das Paradies, das heißt Transit. Hat sich dein Arbeitsprozess geändert? Die etwas andere Arbeitsweise für das zweite Album hat sich so ein bisschen natürlich ergeben, ohne dass das ein großes Konzept war vorher. Bei dem Goldene Zukunft-Album habe ich im Nachhinein das Gefühl, dass es eher so war, dass so fertige Stücke da waren. Ein Text, eine Melodie und ein Harmonieinstrument. Und dann ist sehr viel Spaß gemacht hat, diesen Songs, wie sie waren, mit der Instrumentierung, so eine Bühne und eine Bühne und Kulissen und Räume zu geben. Und beim Transit-Album hatte ich anscheinend in der ersten Phase vor allem Spaß daran, so Instrumente, Sounds, teilweise aber auch Zeilen so zu schichten und den Zufällen zuzuhören, würde ich mal sagen, die dabei entstanden sind. Dann habe ich so die Zufälle rausgesucht, die mir gut gefallen haben. Und so haben sich dann nach und nach so die Songs auf dem Wege herausgepellt. Und was ich daran ganz gerne mag, ist, dass dadurch diese vielen Elemente, die ist zumindest mein Eindruck beim Hören, die sich in den Transit-Songs so umlagern, überlagern und so umeinander und zwischeneinander passieren, dass die relativ früh Teil des Kerns der Songs waren. Und das mag ich ganz gern am Album. Basiert deine Musik auf wahren Erlebnissen? Die Erzählungen, so würde ich sie mal nennen, und die Bilder in den Songs auf Transit sind insgesamt fiktiv. Und ja, die erzählen in meinem Eindruck, man könnte formulieren, so von Bewegungen in Zwischenräumen oder von Bewegungen durch Zwischenräume, von so Uneindeutigkeiten, die da zelebriert werden und so von so, die Figuren sind so an Kipppunkten. Und das ist jetzt etwas, was mir zumindest nicht fremd ist, aber meine eigenen Erfahrungen sind, glaube ich, eher sowas wie das ja oft ist beim, ist meine Vermutung, beim sich ausdenken von Stücken, eher so ein empathisches Hilfsmittel, so um diese Lieder zu erarbeiten. Eine Ausnahme davon ist der Song Gebissen wurde ich nur in Wien. Die Geschichte, die da erzählt wird, die ist schon auch fiktiv, aber ich habe relativ lange irgendwie so Textzeilen und Fragmente gehabt und sie haben irgendwie, ich hatte ein Gefühl dafür, dass das was sein könnte, aber es hat noch so ein bisschen der Kit gefehlt. Und bei einem, ich würde mal formulieren, Arbeitsaufenthalt in Wien genau, ist dann irgendwie die entscheidende Situation passiert, die dem Song den Titel gegeben hat und die Fragmente, die schon da waren, irgendwie so verbunden hat miteinander. Wieso ist Die Stroboskopenjahre der erste Song auf deinem Album? Der Song Die Stroboskopenjahre bzw. die Skizze dazu, ich habe vor kurzem mal nachgeschaut, die ist, man kann ja so im Rechner schauen, wann wurde die Datei erstellt, war so schon im Jahr 2017, und ich glaube, dass es auch gar nicht als Paradies-Song gedacht war, sondern einfach nur so ein bisschen beim Rumprobieren im Studio entstanden ist. Irgendwie, als das dann aufgenommen war und da war, war die Frage, welches Lied der Opener für die Platte wird, irgendwie so relativ schnell beantwortet. Wie setzt du dir bei mehreren Projekten einen Fokus? Ich habe das Glück, dass ich neben Das Paradies zum Beispiel auch noch meine Band Talking to Turtles habe, mit der auch parallel gerade ein Album entstanden ist und ich auch an der Musik von anderen MusikerInnen mitarbeiten kann. Und das fühlt sich so in der friedlichen Koexistenz der Dinge total gut an. Ich habe das Gefühl, dass das klar manchmal total wichtig ist, wenn man an einer Sache arbeitet, in dem Moment sich natürlich darauf zu konzentrieren. Aber
ab und zu auch davon ablassen zu können und den Kopf kurz mit einer anderen Sache zu beschäftigen, löst manchmal irgendwie oder beantwortet manchmal Fragen von ganz allein, die man irgendwie, während man total gerade in einer Sache drin steckt und es irgendwie nicht geknackt bekommen hat, löst sich manchmal durch diese Pausen total gut. Wenn dein Album ein Kuchen wäre, was für ein Kuchen wäre es? Aus irgendeinem Grund fällt mir sofort ein Papageienkuchen ein. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, zumindest habe ich den Namen so abgespeichert. Also es ist, glaube ich, eher so ein kastenförmiger Kuchen. Oben eine Zitronenlasur drauf, die nicht sauer genug sein kann. Und unten ist es dann quasi ein relativ einfacher Teig, der aber eben mit so Farbstoffen anscheinend so, dann so ganz viele Farben reingemacht und dann so zerwalkt. Und dann entsteht so ein Kastenkuchen, wenn man ihn aufschneidet, einfach eine ganz tolle Farbstruktur. Welche Projekte stehen bei dir dieses Jahr noch an? Zurzeit freue ich mich erstmal auf die Konzerte mit den neuen Stücken und mit der Band. Und das ist eine Tour im Herbst und im Sommer einige Konzerte und jetzt im Juni ein paar Release-Konzerte. Das ist, glaube ich, das, was in diesem Jahr vor allem, worauf ich mich freue. Und dann ist mit meiner Band Talking to Turtles ein viertes Studioalbum fertig und das soll Anfang nächsten Jahres erscheinen. Und da haben wir auch noch irgendwie ein paar Sachen vor, die man so zu einem Album so vor. Und dann einfach noch ein paar tolle Sachen im Studio.